So, hallo miteinander und ja, willkommen zurück zu Cosmo Ultima mit Torrent Game. Wir kontaktieren hier mal schnell die Station. So, jetzt gucken wir mal. Ja, die drei geben uns alle nichts mehr. Ja, die soll uns was geben, war. Piratenbar, es kann halt unter Umständen echt schwer sein. Das ist so ein bisschen das Problem an der Sache. Komm, wir akzeptieren es mal. Gibt auch viel Geld. Ah, die Frage ist, eigentlich wäre es schon geschickt, uns davor noch ein bisschen auszubauen. Und ich glaube halt nicht, dass diese Dinger hier reichen. Ja, eigentlich müssen wir diese ganzen Lager, das ganze Zeug hier muss alles weg. Ja. Ja, und diese Dinger hier. Ob es da nicht echt besser wäre, auf die anderen zu setzen, die halt eher den kleinen Radius haben und öfter mit mehr Energie, weil die halt hier vorne so rausgucken, das ist halt super, ne? Wenn die getroffen werden, ist halt immer alles vorbei. Wir haben halt seitlich, haben auch gar keinen Schutz, ne? Das ist nur das andere Ding. Aber gut, wo wäre denn die Basis? Ist das irgendwas anderes hier? Das ist die Basis. Naja gut, schauen wir mal. Also, probieren können wir ja mal machen. Eigentlich, ja. Und ich muss das jetzt mal machen, ne, weil diese Dinger hier, die sind zwar ganz nett, ja. Aber ich krieg hier im normalen Modus nichts gescheit rausgeschossen. Mit normalen Modus meine ich hier mit dem hier, ne. Ich meine, zumindest haben wir jetzt ein bisschen Bremsen, ne? Das ist ja nämlich ordentlich Reichweite, ja. Also mit den, ich sag mal so, mit Railguns ist es halt super bequem, ne? Also. Versuchen wir mal, oder mit Raketen, da ist es auch super bequem, offensichtlich. Plan. Wollen nicht, dass wir hier aus Versehen, ne? Wir sind noch ziemlich weit weg. Dadurch, dass wir jetzt erweiterte Sensoren haben, sieht das alles so nah aus, aber eigentlich. Small Point Defense Plattform. Gut, da kommen sie. Halt. Weißt du was, wir machen mal. Das Schiff ist dafür echt nicht ausgelegt, du. Mach mal diese Disruptoren hier weg. Der ist fast weg. Sobald wir die Schiffe haben, werden wir uns erstmal zurückziehen, wahrscheinlich, um uns zu heilen nochmal. Jetzt den hier bitte. Ja, ihr seht, na, es ist halt natürlich. Ist schwierig hier mit den. Mit der Geschwindigkeit, mit der wir hier unterwegs sind. So, jetzt ist der Hauptstall ausgerichtet. Ich brauche mehr Manövrierfähigkeit. Das ist eigentlich. Das ist ein, so ein eklatantes Problem. Ja. Ja, dieses ganze Schiff, glaube ich, neu bauen. Ja, wir werden das ganz neu designen, wenn wir im neuen System sind. Aber deswegen wäre es eigentlich ganz wichtig, wenn wir diese ganzen Sachen hier einsammeln, ne? Und nochmal die große Belohnung hier mitnehmen für die Station. Das wäre halt ganz geschickt. Man könnte sich ja eigentlich auch so ein breites. Also eigentlich wäre dieses Schiff. Also dieses Schiff, dieses Spiel auch dafür destiniert, sich so ein Warhammer 40k Schiff zu bauen, ne? Mit Breitseiten, mit diesen fetten Kanonen. So, hier, den da bitte. Seht, wir schaffen es halt nicht mal, uns genug hinzumanövrieren, um das, um ihn gescheit anzuschießen hier. So, okay. Das
So, dann beschießen wir diese Geschützplattform hier. Was ist das? Ja, normale Geschütze. Dreh dich, Jung, dreh dich. So, und du kannst ja eigentlich schon mal hier ran. Genau, und die Sachen hier aufsammeln. Eigentlich wollte ich mich erstmal heilen, ne? Schieb dich mal darüber. Ja, das Ding ist fast durch. Nicht drehen. Zieh dich mal zurück hier. Wir müssen uns erstmal heilen. Halt. Ja. Ich hebe dich hier und sammle das alles ein. So, und du. Ja, sag ja. Wir haben schon einiges hier, was kaputt war. Mal hier hoch. Das ist alles nur Point Defense, aber naja. Besser ist trotzdem es vorher auszuschalten. So, jetzt warte mal. Mal drehen, halt. So. Gut. Small Laser Plattform. Ja, und ihr seht, das ist vielleicht, naja, vielleicht nicht ganz so spannend für euch, aber man sieht eigentlich da oben in dem Fensterchen, was los ist, ne? Ja, komm. Gut. Das ist halt ein bisschen der Nachteil hier dran. Man, im Gegensatz zu Star Sector, es macht zwar schon durchaus Sinn, immer wieder mal selbst zu steuern. Aber man sieht halt sehr viel weniger als bei Star Sector, ne? So. Jetzt sehe ich die Basis auch. Das ist natürlich hier gerade genau an der Seite hier natürlich dran, die durch die meiste Panzerung durch müssen. Ah. Okay. Da haben wir uns gut durchgebohrt, hätte ich gesagt, hä? Ist erst noch nicht mal hiermit fertig. Ja, dann nur mich mal alles auseinander, wa? Ja, dann machen wir das Ding hier das letzte Mal voll sozusagen. So, flieg mal hier rüber, dann kannst du das schneller abholen hier. Und wenn hier mehr Leute drauf sind, geht es natürlich auch schneller. Aber es ist halt echt ein Trade-off, ne? Also, wir brauchen auch auf dem Hauptschiff mehr Crew, das ist ein bisschen das Problem. Auch wenn wir es recht effizient gebaut haben. So, hi. Halt. Und die Leute alle mit. Mal das Hauptding hier. Mitnehmen, das gesamte Lager. Das 39.000 also. Ursprünglich, okay, jetzt wieder irgendwelche netten Tutorials. So, kommen wir ein bisschen näher dann. Vielleicht müssen wir es auch so rumdrehen, ne? Dann sind die alle, also man kann das alles sogar laufend optimieren hier. Ja. Genau, die Munition wird vorne reingelegt, genau so wollen wir das auch haben. So, dann hier. Ich meine, du hier noch mit. Das ist nämlich noch sehr viel mehr Platz. Was wir natürlich auch machen könnten, ist die Crew verteilen auf die beiden Schiffe, um das effizienter zu machen.
Frage, haben wir beide der eigenen Schiffe schon raus? Ich glaube schon. So, beschleunige mal noch mehr. Du bist voll. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Schick mal hier 8 Leute rüber. So, ich meine, die Munition, die kann man unter Umständen auch einfach lassen. Die ist jetzt nicht so wertvoll eigentlich, aber. So, hier. Vielleicht lassen wir die Leute da sogar drauf. Ich weiß es gar nicht. Okay. Hier und da ist auch nochmal was. War schon eine dicke Ausbeute hier, keine Frage. So, haben wir jetzt hier alles? Naja, außer diesen einen Mann hier. Echt jetzt? Komm, greif an. Oh wow, da hat sich die Raketen dabei, aber unsere Sims machen gute Arbeit hier. Wusste nie, was ihn getroffen hat. Okay. Also, dann nehmen wir das noch auseinander und dann sind wir ja eigentlich bestens versorgt. Unseren Ausdruck in das andere System, in das nächste System. Soll ich vorher ganz kurz Sachen natürlich verkaufen? Okay. Auf nach Ferratar Station. Da werden jetzt auch nichts dann verkaufen oder sowas, sondern wir werden das alles dann für den Schiffsumbau benutzen. Muss aber Bescheid sagen, wir haben es geschafft und ne, immerhin 45, ja, mehr. Können 11 Leute anheuern. Ja, dann sind wir alle mit. So, jetzt haben wir hier die vollen 20. Hier haben wir ein bisschen was, hier haben 30.000 übrig noch. Kommt alle an Bord. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das geht, ehrlich gesagt, ne? Sigma Corbin? Muss ich da zu einer Raumbarke gehen? Ich wollte schon planen. Ne, hier. Modell 10, unser Schiff 20 von 6. Ach, warte mal, wir brauchen. Ja? Du hast auch genug Repetung, oder? Wie viel hast du? Du hast 31. Wir haben hier. Ich denke, das sollte passen. Also gehen wir mal erstmal hier. Sigma Corbin. Zack. Widerstand 3. Das ist, dass ich auch die andere Fraktion Brut von soll. Übersprung Abrechen. Muss ich jetzt hier warten? Offensichtlich, ja. Stellt euch mal irgendwo hin, so. So. Ach nee. Ich muss, glaube ich, erst zu einer Hypersprungbarke, oder? Flieg da mal hin. Vielleicht ist das ja wirklich so. Oh nee. Nicht dein Ernst jetzt, oder? Lass mal nochmal jemanden abknallen. Das ist wieder irgendein Asteroidenfeld, was es zu räumen gilt, theoretisch. Das ist doch bestimmt auch eine Hyperdom-Barke hier, oder? Ne, ist ein Zielgebiet, okay. Was ist mit dem hier? Das verseucht dieses System. Alter! Das ist mir nicht dein Ernst. Okay, wir. Ich meine, das ist eh nur Asteroidenfeld. Das ist einer. So. Schon planen.
17. Insgesamt 10. Hä? 20 von 10. Okay, 20 von 12. Ja, keine Ahnung, ob das funktioniert oder nicht. Brauchen wir mehr Überraumgeschichten vielleicht? Übersprung. Ja, nie. Ich will eigentlich woanders hin. Weil ich müsste eigentlich genug haben, ne? Keine Bahntrieb. So eine Antwort in das Sonnensystem zu lesen. Oder mit meinem Übersprung Relais in andere Sonnensysteme. Das sind ja Baken, keine Relais. Ist Relais was ein anderes? Ach, hier. Ah! Das ist die Lösung des Problems, Freunde. Oh mein Gott. Springt mal dahin, bitte. So. So, ein bisschen Tabschuch reinbringen hier, aber ist es ja genug da? Ja, lädt schon. Und Energie. Nice. Sigma Corbin. Ah, oh, wow, hier weiß man gar nichts, ne? Okay. Beliebige Station ist Sigma Corbin. Dann ist Lokdian-Station unser erster Punkt hier, würde ich sagen. Oh nee. Doch keine komischen Anstalten hier. Komm raus aus dieser Anstecknadel. okay. Ich ahne schon was. Das hier ist ja ein Zielgebiet. Natürlich. Naja, schauen wir mal, was hier für Leute rumgammeln, wa? Fervent Spark, okay. Soweit so unspektakulär. Da kommen die Raketen. Ist das Schiff halt so... Also, ich frag mich, was das soll, ne? Mit diesem total nah ranfliegen, das verstehe ich echt nicht, ne? Obwohl wir dem eigentlich Befehle geben. Also wahrscheinlich kann er einfach nicht abbremsen. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann. So. Komm, mein kleiner Transporterfreund. Wir müssen wieder Sachen abbauen. Noch ist Platz. Kommt der. Da haben wir uns zu. Nee. Oh, nee, das so nicht. Steig ein. Gut. Jetzt nicht gucken, nicht, dass wir hier irgendwelche coolen Sachen verpassen. Asteroidenfeld. Und hier diese freundliche Station. Eine Menge Verkehr hier tatsächlich. So, guten Tag. Wir sind neu im System. Sigma Corbin besuchen. Ja, jetzt haben wir hier wieder lauter Level 3er, huh? Die uns halt nichts mehr bringen. Und der Sigma Corbin besuchen. Mulalitus. Da kostet man bitte Daten über die Sonnenaktivität im System. Mulalitus. Aha. Okay. Okay. Dann gehen wir direkt hier in 4 bis 6, oder? So. Na, wir müssen uns ja hier nicht
mit Dingen aufhalten, die uns nicht voranbringen. Ah. Weißt du was? Du kannst in der Zwischenzeit hier ein bisschen... Was zur Hölle ist das hier? Steine. Ja, die kannst du mal bitte ganz schnell wieder rausbringen hier, gell? Was? Nein. Ich möchte diese Steine. Nein. Ach so, weil das symmetrische. Ja, weil das drin war. Ich verstehe. Ich wollte eigentlich nur die Steine hier. Okay, das hat nicht geklappt. Dich. Raus hier. Dich. Raus hier. Ich wüsste nicht, wofür wir Steine bräuchten, ne? So wirft man Sachen raus. Man schickt sie zur Schleuse. Ja. So. Gut, dann kommen wir hier zu unserem Hauptschiff. Und sammeln noch kurz die Sachen hier drüben ein. Oh. Ich würde schon sagen, es ist halt, wenn man so dreist, uns echt anzugreifen hier. Oh nee, das Eisen wollte ich jetzt eigentlich nicht haben. Ja. Also man kann die unten, wenn man draufklickt mit Jesse, kann man auch sagen, was wir einsammeln wollen. Ich will kein Eisen einsammeln und auch keinen Stein. Und auch keine Munition, weil die nichts wert ist. Oh, wow. So, baut ihn ab, den Jungen hier. Warte, ihr sollt die Steine doch nicht abbauen. Ich was abbekommen, ne? Ja, das war vor der Markierung. Schon verstanden. Okay, wie wäre es, wenn wir die wertvollen Sachen hier noch mitnehmen? Du ebenso. Ja, so. Okay. Jetzt aber wirklich weiter, ne? Ach, Gottes Willen. Nein! Lass mich. Ich will hier nur raus. Ich will einem sinnvollen System was tun. Hm, was ist das denn hier? Ovento Rabo Base. Das ist eine Basis. Hm. Aber so eine kleine Basis irgendwie. Ja. Ist echt das Übliche, ne? Das Übliche. Mehr ja, weiter. Komm. Go, go, go. Ab ins nächste System. Und dort werden wir dann wieder questen, würde ich behaupten. Ja. Beziehungsweise dort bauen wir dann in der nächsten Folge erstmal das Schiff um. Wahrscheinlich lasse ich erstmal eine etwas kürzere Folge werden. So. Wupp. Tierstre. So, jetzt sind wir noch zur ersten Station hier. Da unten. Das wird bestimmt unproblematisch werden. Kann ich da hin warpen eigentlich? Ja, kann ich. Tu es. Sehr gut. Können ja auch mal unsere ganzen Möglichkeiten nutzen, die wir so haben. Ja, die
wir werden halt ihn ein bisschen, schöner bauen, ja. Zugegebenermaßen, viele andere Schiffe sehen auch interessant aus. Das sieht doch echt nice aus hier mit den Lagern, die hier so dran gepappt sind, ne? Sieht schon nice aus. Ja. Und wir haben so viel Zeug. Das kann ja nur gut werden hier. Sagen wir kurz hallo. Zack, wir sind da. Tiere, Theogrado-Station ist hier vor Ort. Level 4er geben uns auch nichts. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Piraten hier gibt uns was. Piratenbass gibt uns auch was. Diese Kunden gibt uns auch was. Wow. Trinniger Paketkopfgeld. Trinniger Raumschiffe wird gesucht. Okay. Zwei Ziele. Naja, sind wir noch mal am nächsten Mal. Beziehungsweise wir werden erstmal im Bau kommen. Ich stelle mich mal hier ein bisschen hin. Da wird bestimmt auch die Ressourcen alles haben. Wir haben ja auch ein bisschen Titanium und so da. Das heißt, wir können, denke ich, Ressourcen voll. Wir haben auch viele Diamanten. Jetzt mal schauen, ob wir vielleicht noch einen zweiten Stahl irgendwie einbauen oder irgendwie. Keine Ahnung was, ne? Möglichkeiten sind nur begrenzt. Ich freue mich drauf. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Thorn.